Platz 1 für Wien beim Lee Kuan Yew World City Preis. In Singapur gewinnt die Stadt Wien den Titel für besondere Nachhaltigkeit und intelligente Stadtentwicklung. Bisherige Preisträger waren New York, Bilbao und Seoul. Und jetzt eben Wien. Aber was macht die Stadt so besonders? Die Donauinsel, Seestadt, das Nordbahnviertel und die Smart Klima City. Alles Elemente, die die Jury besonders überzeugen konnten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat den Preis vor Ort entgegengenommen. Was nehmen Sie aus Singapur für Wien mit? Gibt es etwas, was man umsetzen kann vielleicht auch? Ja, es ist interessant zu sehen, dass eine Region, dass eigentlich ein Stadtstaat, der noch vor 60 Jahren zur dritten Welt gehört hat, in sehr kurzer Zeit sehr ambitioniert, mit einem besonderen Schwerpunkt im Bildungswesen, aber auch mit der Überlegung, wie man im internationalen Staatenverbund gut auftreten kann. Da ist es damals gelungen, hier Singapur sehr gut zu positionieren. Da kommen wir gleich zu einer Zusatzfrage. Was glauben Sie denn, könnte Singapur von Wien lernen oder auch mitnehmen? Was würde sich denn umsetzen lassen, was man in Wien so besonders gut macht? Wie wir beispielsweise leistbaren Wohnraum für viele Menschen ermöglichen können, wie wir beispielsweise mit der Sozialpartnerschaft agieren. Das sind Fragen, Bachmann, die uns gestellt worden sind und die mich stolz machen, weil man da sehr gute Antworten hat. Ein weiteres Ziel in Sachen Nachhaltigkeit ist es übrigens, dass in naher Zukunft jede oder jeder Wiener in maximal 250 Metern Entfernung vom Zuhause Zugang zu Grünraum hat. In vielen anderen Teilen der Welt aktuell leider unvorstellbar.